So, und damit herzlich willkommen auf YouTube. Wir spielen, jetzt ist die Frage, ne? Superliminal spielen wir jetzt. Zusammen hier auf Twitch. Twitch.tv/LukasLive. Und ich habe das Spiel noch nicht angefangen. Also nicht wie gesagt, ich habe es ja noch gar nicht gesagt. Ich habe das Spiel noch nicht angefangen. Ich habe es nur einmal getestet, ob es funktioniert. Wir machen natürlich ein neues Spiel. Hier oben Bratpfanne 42, der einzig wahre Name im Internet. Fängt ja schon mal gut an. Merla, raus. Sonst gibt es gleich den nächsten Timeout. Heute, kurz einmal für die auf YouTube, falls ihr heute nicht dabei wart. Heute war es wieder extrem wild. Der Chat ist wieder gegen mich, wie immer. Und es gab schon Timeouts. Und der Chat ist auch jetzt schon verwirrt. Ich weiß nicht warum. Wir haben das Spiel noch nicht mal gestartet. Der Chat ist jetzt schon verwirrt. So. Kaya sagt, das Spiel ist super. Das werden wir jetzt testen. Neues Spiel. Sehr verehrte Damen und Herren, da Herr Live nicht lesen kann, jetzt hier eine nachsynchronisierte Fassung. Leiden Sie unter Selbstzweifeln? Neigen Sie dazu, gigantische Zwickmühlen herunterzuspielen? Oder dazu, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen? Die patentierte Somnasculpt-Technologie des Pierce-Instituts erlaubt Ihnen eine ebenso sichere wie effektive Traumtherapie, während Sie völlig komfortabel in der herausragendsten unserer Kliniken schlummern, die sich direkt neben dem zweiten Ausweichparkplatz beim Medizinischen Universitätszentrum befindet. Somnasculpt. Wir machen Ihre Träume wahr. Ein Spiel, in dem Lukas lesen muss? Nee, man muss da nicht so viel lesen. Also hoffe ich mal. Sonst belastend. Hä, das war, als ich das getestet habe, kam das überhaupt nicht. So, also das Spiel besteht erstmal aus WASD und Maus. Und wir sind hier in einem Raum. Hallo, können Sie mich hören? Okay, da ist ein Vertrag. Können wir da schauen, was da... Okay, wir haben ihn unterschrieben. Okay, jetzt ist das Spiel wahrscheinlich etwas zu laut. So. Okay, bis genau hierhin habe ich gespielt. Jetzt ist Blind LP sozusagen. Also wir haben uns wahrscheinlich jetzt für diese Therapie eingetragen, wenn ich mir das richtig verstehe. Was haben wir hier? Perception is reality grab. Okay. Guck, und das meinte ich. Das meinte ich, dass das Spiel etwas maybe verwirrend ist. Es wird nämlich immer größer, umso näher wir nach hier gehen. Es ist, wie es ist, ne? Was ein angenehmes Kratzen in meinen Ohren. Wieso hast du denn ein Kratzen in deinen Ohren? Was muss ich denn jetzt machen? Es wird immer größer. Leute, es wird immer größer. Was können wir machen? Es wird immer größer. Hä? Was war das gerade für ein Geräusch? War ich das? Okay. Es wird immer größer. Und das wird immer kleiner. Lustig. So, ich muss hier durch. Notausgang. Ah! Ich hab's gecheckt. Guck mal, wenn ich weiter weggehe... Nee, hä? Ah, Terms of Service accepted. Congratulations on falling asleep. Welcome to Somnasculpt. Your progress may be monitored by qualified specialists. This orientation will adapt you to eyelids, our interactive, lucid induction dream state in which you retain full consciousness and control. Ich fühle mich gerade wie bei Portal. Okay, Oh mein Gott. Es wird immer größer. Probleme hast du. Ja, also hallo. Was? Ah, da ist eine Tür. Ach, wir müssen da jetzt wahrscheinlich hoch. Nee, so wird das nichts. Wir müssen weiter weg dafür. Ja, gar kein Problem. Für so Meister, ne? Tschüss. Hä, das ist ja mal so cool. So.
Okay, wir dürfen hier keine Objekte mitnehmen. Das ist wirklich wie in Portal. Fluffy, Hallöchen, wie geht's dir? Also ich gehe mal davon aus, dass die ersten Räume noch relativ easy sind. Hm, Profi. So, jetzt muss ich da irgendwie hoch. Warte mal, ich will erstmal meinen Würfel wieder haben. Junge, ist der klein. Ach, guck mal. Wenn ich jetzt den so nehme, nah ran. Oh, Leute, ich habe das Spiel jetzt schon. Schon wieder viel besser, das freut mich sehr. Hängt die Platte, ja. Der hängt ganz schön. Ach, also gar kein Problem. Oh Gott. Confirmed. You can move freely, interact with surrounding objects, and listen to messages from your patient care team. Please note that I am the standard orientation protocol and that my voice has been explicitly chosen to remind you that I am not a part of your patient care team. I do not care. Ist genau wie Portal. Wie hieß die nochmal in Portal? Oh, das wackelt. Gladys, ja genau. Hä, das, also es wackelt auf jeden Fall, Leute. Okay, anscheinend müssen wir hier einfach nur durchlaufen. Wahrscheinlich ist das mehr oder weniger Tutorial, ne? Guck, stecken wir jetzt da rein. Hä, gar kein Problem. Die war immer so gemein zu mir. Die ist immer gemein. Also der Anfang zum Rotieren. Ach so, wir können auch rotieren. Ah, okay. Das ist gut. Guck mal, das ist nämlich... Oh, wir müssen da jetzt... Warte mal, wir müssen... Wie konnte man nochmal etwas größer machen? Näher hingehen, dass es perspektivisch größer wird und dann wieder weggehen. Boah, ey, wir haben gerade den Welthunger gelöst. Das Problem des Welthungers ist gelöst. Nee, warte mal. Wie ging das nochmal? Boah. Ein Riesenkäse. During eyelids, you will lose the ability to awaken suddenly due to realizing that this is a dream. Evidence. I have already informed you that this is a dream. You did not wake up. Please complete the remaining orientation activities. Gar kein Problem für uns. Schneiden war noch mehr Pain als aufnehmen, oh Laura. Ich fühl's. Okay, wahrscheinlich müssen wir das jetzt kleiner machen. Aber im kleiner machen bin ich Profi. Lassen Sie mich da bitte durch. So. Auch ein bisschen gruselig, ne? Nur die Laktoseintoleranten müssen jetzt noch hungern, ja, das stimmt. Warning. You have deviated from the orientation pathway. At the Pierce Institute, patient safety is a key node in our corporate priority tetrahedron. Okay. A variable degree of force can and will be authorized to ensure patient safety. Please return to the orientation pathway. Wir hauen ab, oder? Please use the other door. Ach so, wir können nicht abhauen. Nein, ich wollte das System ausdribbeln. Lena, Hallöchen, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Okay, was ist das? Och, süß. Komm, wir müssen den einfach ganz klein machen. Zack. Ein Babywürfel. Ich weiß, dass du uns beobachtest. Oh, hier ist jemand ausgerastet. Oh, oh, oh. Da hat jemand Planet zugespielt und das Wegetool benutzt. Eindeutig. Hunbobockerlchen, wie geht's dir? Okay, warte mal. Wir haben da einen Würfel. Hä? Okay, wir haben da einen Würfel. Der muss da durch. Nee, das war nicht der Plan. Ich will ja, dass der da unten hingeht. Hä, wie kriege ich den denn da rein? Ah! Wir müssen den erst wieder größer machen. Und dann
Oh. Mir geht's auch gut. Hä? Wisst ihr, wie das geht? Der muss da reinrollen. Schaut mal. Hä? What the fuck? Wir machen den einfach super riesig. Wie soll der denn da reingehen, bitte? Ich kann ja meinen Arm nicht verlängern. Oder muss der vielleicht noch größer? Wir machen da jetzt ein Riesending raus, guckt mal. Ja, aber ihr habt auch keine Idee. Gebt's zu. Jetzt. Och Mann! Ich kann nicht weiter. 2000 years later. Also ich mach's am richtigen Ort, aber irgendwie mache ich es ja dann doch falsch. Aber die Schräge wird irgendwas zu bedeuten haben. Alter, ich hätte es einfach weiter... Guck mal, wenn ich... Jetzt habe ich es wieder runtergenommen, hoffentlich klappt es jetzt wieder. Wenn ich es da hinten hinlege und es weit weg ist... All environments perceived during eyelids should reflect a typical mental state. If you believe your mental state was compromised by Somnasculpt, please provide a comprehensive, rational explanation in your post-procedural survey. Ich finde die completed jetzt doof. Completed surveys may be eligible for a gift card. Okay. Das muss da oben drüber. Warte mal, wenn es klein wurde, konnte ich es weit tragen, ne? Guck mal, umso kleiner es ist... Ich kann es doch kleiner machen, lol. So, dann ist es nämlich drüben. Und jetzt... Also es ist definitiv noch das Tutorial. No items. Warning. People beyond this point will be... with objects will be fine. Oh oh. Jetzt wird's easy, Leute. Ein Apfel. Oh mein Gott. Oh nein, ich habe ein ganz mieses Gefühl, Leute. Oh nein, das ist das. Wisst ihr? Oh nein. Oh nein. Seht ihr? Seht ihr das Problem? Seht ihr das Problem? Wir sind in einem ewigen Loop gefangen. Ihr müsst jetzt mit mir für immer hier langlaufen, ne? Ist euch klar, oder? Wir können jetzt nichts anderes mehr tun. Kann ich meine Hand irgendwas anfassen? Wir laufen erstmal hier Notausgang, Exit. Hä? Ach so, das sollte nur uns simulieren, dass es so eine... ...einen Verfahren gibt. Jetzt geht da die Tür auf. Okay, jetzt können wir da durch. Ein Fiebertraum, ja. Warte mal. Ah, das Schild ist kaputt. Hab ich doch gesehen. So. Warte mal, wir brauchen ja zwei Objekte. Kann ich das durchbrechen? Oder ist hier noch irgendwas anderes kaputt? Da muss ja auch was drauf. Hä? Wahrscheinlich ist das Schild auch kaputt, oder? Nee, das kann ich nicht abnehmen. Da kann ich auch nichts drüber werfen. Wir müssen einfach dumm denken und nicht so schlau sein. Ja, aber ich kann auch nicht dumm denken. Okay, wartet mal. Wenn wir das da drauf legen... Ah, wir machen es einfach so groß. Warte mal, wie geht das nochmal groß? So. Wir machen das so groß, dass es einfach überall drauf liegt.
Boah. Hallo, jetzt leg dich doch da drauf. Nein. Ja klar, fällt's natürlich jetzt nicht um. Icy, Hallöchen, wie geht's dir? Boah, ist das groß. Fall doch um. Klar, fällt's natürlich jetzt nicht um. Mann. Jetzt schnell durch. Ah! Nein. Mann. Ah. Ja. Oh nein, oh nein. Ach easy, jetzt steht's safe. Please stand by for polite recognition on your completion of the Somnasculpt orientation. You did it. To maximize the time allotted for your therapeutic journey, please do not delay in proceeding through the final doorway as indicated. Und was ist, wenn ich das verzögere? Vanessa, Hallöchen, wie geht's dir? Ach, also ich weiß, wenn wir das geschafft haben, ne, dann könnt ihr mich nie wieder als dumm bezeichnen. Oder vielleicht auch genau dann. Aha, ich sehe da eine Ritze. Aha. Aha, hier, guck mal, eine Riesenritze. Kann ich nichts anfassen. Mann, ich will doch nur da durchfassen. Hä? Es wird irgendwas hiermit zu tun haben. Den Eimer kann ich nicht anfassen. Ne. Ah, hier sind noch mehr Ritzen. Kann ich auch nichts anfassen. Oh, da ist eine Riesenritze. Guck mal, da ist der Käse. Hä? Ja, und jetzt? Ich glaube... Wir müssen da nicht durch, sondern wir müssen, glaube ich, da oben durch, weil da wird es ja größer. Okay. Das war jetzt nicht der Plan. Aber kein Problem für uns. Einfach gerade mal alles kaputt machen, hier ist nichts. Warte mal, vielleicht gibt es hier Easter Eggs. Okay, nein. So geht's auch. Ja, ich wollte oben ganz, weißt du, ohne was kaputt zu machen, einfach da durch die Ritze. Aber nein. Nehmen wir halt einfach alles auseinander. So, hier können wir eh nichts anfassen. Wisst ihr, ihr müsst das immer merken, wenn ihr irgendwo seid, immer versuchen, alles anzufassen. Oh, ein Speicherpunkt war das. So, hier hat jemand wieder nicht ausgetrunken. 220 Volt, 380 irgendwas. Oder ist das die Nummer? Nee. Man weiß es nicht. Wir haben 9:30. Hallo, my name is Dr. Glenn Pierce. Stand by for analysis. Your life will always be a struggle. Isn't that why you came here? I do not care.